Susi Brandt. Guten Abend. Die paar Regentröpfchen in den vergangenen Stunden, die waren wirklich nur der Tropfen auf den berühmten heißen Stein. Die Trockenheit im Land sorgt weiter für brennende Felder. Aber dass die Kameraden da wirklich immer parat an Ort und Stelle stehen, ist schon lange nicht mehr selbstverständlich. Schon gar nicht mitten in der Woche und erst recht nicht im ländlichen Raum. Bestes Beispiel dafür ist Bitkau in der Altmark. Dort konnten die Anwohner vor einer Woche von Glück reden, dass das Feuer an einem Wochenende ausgebrochen war. Jetzt kamen schon die ersten Meldungen, dass man den Flüssen kein Wasser mehr entnehmen sollte. Selbst die Feuerwehren in Bitkau mussten das Wasser ja aus der Elbe holen, haben wir vorhin gehört. Viele Brunnen, gerade im Privatbereich, die sind auch schon trocken. Ja, und wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, mal ein bisschen rumliest, da hört man eben auch, dass dieser Grundwasserspiegel sich in den nächsten 100 Jahren dramatisch verändern könnte. Viele Menschen versuchen schon wegen der immer trockeneren Sommer, sich ihre eigenen Wasserreserven zu schaffen. Und deswegen hat eine Branche im Moment auch Hochkonjunktur. Blicken wir kurz auf die weiteren Nachrichten im Überblick. Bei der Weltmeisterschaft der Marching Showbands landete der Hettstädter nach Brandenburg. Zumindest haben sich die Hettstädter Spielleute damit für das Finale in einem weiteren Wettbewerb qualifiziert, der heute Nacht dann ausgetragen wird. Werden wir bestimmt berichten. Die Beschäftigten des Einzelhandels streiken. In der vergangenen Woche ja schon in Magdeburg, heute nun im Süden Sachsen-Anhalts. Es geht dabei aber nicht um eine Lohnerhöhung von 2 Euro pro Stunde. Gute Nachrichten für 10 Krankenhäuser in den ländlichen Regionen Sachsen-Anhalts. Pro Klinik gibt es eine Finanzspritze von 400.000 Euro von den Krankenkassen. In der Altmark profitieren gleich 4 Häuser von den außerplanmäßigen Zuschüssen, genauso wie Wittenberg, Sangerhausen, Oschersleben, Haldensleben und Havelberg. Das alles, um auch weiterhin in dünn besiedelten Gebieten kurze Wege für Notfallpatienten zu gewährleisten. Jede Hilfe kam auf der Autobahn 2 heute Morgen zu spät, zumindest für die Unfallverursacher, die wohl besser ihre Flügel eingesetzt hätten. So sehen Sieger aus. Da strahlen die Schüler nur so um die Wette. Die 6 vom Elisabeth-Gymnasium Halle haben tatsächlich einen Technikwettbewerb der Europäischen Weltraumbehörde ESA gewonnen. Sie bastelten im italienischen Bologna diesen Mini-Satelliten und brachten ihn 800 Meter weit in die Höhe. Und wer weiß, wohin die Reise für diese jungen Menschen so geht? Wer weiß so in 20 Jahren? In welche Richtung sich Menschen und Dinge in 2 Jahrzehnten entwickeln, ist immer ganz spannend zu verfolgen, finde ich. Vor allem, wenn es Bildmaterial gibt. In unserer Serie 20 Jahre danach haben wir auch eine sehr musikalische Dame begleitet. Sie sehen uns schwer beeindruckt, das hohe C gerade. Also vom hohen C schwenken wir jetzt direkt mal zum HFC, Thomas. Und im Sport, da könnten wir eigentlich auch mal singen. Aber wir können ja nicht singen. Vom hohen C zum HFC, ne? Das ist für mich jetzt schon die Überleitung des Jahres. Das mit dem Singen lassen wir am besten, obwohl sich Happy Birthday anbieten würde. Erstausstattung 4.000 bis 5.000 Euro. Ich stelle mir gerade vor, wenn man so 4 Kinder hat. Ein Kindfamilie ist das Thema beim Motorsport. Auf jeden Fall. Da kommen wir von heißen Motoren jetzt noch zu kühlen Temperaturen, würde ich vorschlagen. Ne? Es ist ganz schön frisch draußen geworden. Wir beide hatten heute eine Winterjacke an. Stefanie, ich hoffe, die erste Sommerferienwoche kommt noch so ein bisschen in Gange vielleicht. Ich habe gerade mit Thomas beschlossen, da gehen wir jetzt noch hin. Ja, schönes Bild war das, muss man wirklich sagen. Sah ganz gut aus. Also, wir haben gehört, es gibt noch Luft nach oben, bei uns auch. Wir sehen uns dann morgen wieder. 19 Uhr sind wir für Sie da, ohne dich, Thomas, schade. Ja, tschüss, schönen Abend, schöne Woche. Tschüss.